mich bei den Ruinen von Schloss Falbarton. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Das tue ich nicht. Das tue ich natürlich nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen mysteriös, muss ich sagen, aber... Das hört sich genau nach einer Aufgabe für uns an. Hier haben wir sowieso schon alles gelootet. Ich schau mal gerade, was wir so bekommen haben. Ein Talentpunkt haben wir. Schleichen haben wir gefüllt. 4 von 4. Haupttalente. Dunkle Künste. Was haben wir hier? Flipendo hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Ja, das nutze ich nicht so oft. Arresto Momentum hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Ja. Ein Flucheffekt haftet länger an einem Gegner. Ja, mal gucken. Was haben wir hier so? Einsätze von Defindo schneiden durch betroffene Gegner, um zusätzliche Ziele zu treffen. Das ist natürlich interessant. Der Pulso löst eine zusätzlich starke Explosion in deiner unmittelbaren Umgebung aus. Confringo-Treffer erschaffen kleine feurige Geschosse, die gegnerische Ziele anvisieren. Auch das gefällt mir. Weißt du was? Das nehmen wir. Confringo nutzen wir. Ziemlich oft sogar. Deswegen macht das Sinn. Aufträge. Wir erben neue Aufträge ganz weit oben. Natti wartet bei einer Burgruine auf mich. Benötigte Stufe 17 und Wingardium Leviosa. Haben wir beides. Unterrichtsstunde. Wir sollen also den Astronomieunterricht besuchen. Das könnten wir natürlich tun. Ich guck mal auf Le Map. Das ist der Unterricht, ne? Astronomie. Jo, könnten wir machen. Weißt du was, wenn wir schon da sind. Wir machen das. Wir machen das. Wir gehen ausnahmsweise zum Unterricht. Unterrichtsraum. Wir können direkt dahin, ne? Astronomieturm. Let's go. Wir lernen ein bisschen Astronomy. Und zwar hier. Kann ja nicht schaden, wenn wir auch ein bisschen was lernen, oder? Anfangen, ja bitte. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Mir wohl nicht. Wir kommen einfach rein wie so ein Ritter der Tafelrunde. Meine Damen. Professor Schaar. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Aha. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Aber auch nur vielleicht. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Cool. Ach, den Mädels ist kalt. Sie haben noch keines? Was denn? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Monsieur Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Ich gebe mein Bestes, Milady. Das kriegen wir bestimmt hin. Oh, wir selber. Fokussieren. So, ja, das sieht gut aus. Es wird immer schärfer fokussiert. Schön. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Was? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Was? Ist das klar? Ja, jawohl, Ma'am. Die macht mir Angst. Ach. Sie können gehen.
Vielen Dank. Alter. Was ist denn mit der? Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Mhm. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Voldemort. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Oh, das ist aber nett. Ja, danke. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das... Wir bekommen natürlich den alten Schrumpf. Das ist das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Natürlich. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten... noch etwas zu lesen. Ja? Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Das können wir gerne tun. So. Wir sollen also das Teleskop tatsächlich mitnehmen. Die Sternbeobachtung möglichst lang aufgeschoben. Hat ja viel gebracht. Wie soll ich Sirius finden, wenn meine Hände zu kalt sind, um ein Teleskop zu benutzen? Das ist schön. Guck dir das mal an. Ich kann auch ohne Teleskop nach oben schauen und mir die Sterne ansehen. Es ist wunderschön. Okay, aber wir hören jetzt erstmal auf den guten Amit, der uns sein altes Teleskop, seinen alten Schrott andreht. Nein, er ist natürlich nett. Das ist natürlich sehr nett. Sehr freundlich von ihm. Und das nehmen wir natürlich sehr gerne an. Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Was? Moment mal, wo? Muss ich hier lang? Ach, ich bin die falschen Treppen runtergerannt. Oh. Natürlich. So, die Truhe mache ich natürlich auf und bekomme eine Halbmondbrille, die ich nicht gebrauchen kann. Hier ist das Teleskop. Und hier scheint auch noch was zu sein. Nämlich... Incendio. Ganz genau. Schnappen wir uns direkt. 20 von 50. Das ist natürlich noch ein weiter Weg. Aber das schnappen wir uns mal. Ist das ein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Ja. Vielleicht ist das ja das Neue, von dem er geschwärmt hat. Huch. Die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung. Das muss man nutzen. Das ist absolut richtig. Aber nicht jetzt. Nicht in diesem Moment. So, ich hoffe, wir laufen richtig. Ja, das sieht gut aus. Die Hello, my friend. Oh, hallo. Hi. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Oh, natürlich. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Schaar erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Aha. Und, das hat also einen Haken, ja, dass ich dein Teleskop nehmen darf? Ah, ich dachte mir schon, dass die Sache mit dem Teleskop einen Haken hat. Nein, nein, ich wollte dich sicher nicht bestechen oder so. Aber... Bist du dabei? Na klar. Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Echt? Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Cool. Ja, ich kann dich wohl begleiten. Na gut, ich komme mit. Aber ich hoffe, das ist es auch wert. Amit, ich hoffe... Stimmt. Vertrau mir. Ich habe so gut wie alles darüber gelesen. Das wird einfach großartig. Wollen wir? Selbstverständlich. Und wehe, das hat keinen größeren Nutzen für mich. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Mhm. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Okay. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Interessant. Ich schnapp mir mal ein paar Pilze auf dem Weg. Ich hoffe, das macht dir nichts aus, mein guter Amit.
Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Oder? Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Kobolsteinclub ist fein. Absolut. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen. Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Du bist ein kleiner Pisser. Ich meine, das machen wir sehr gerne. So, ich muss hier durch. Ja. So. Oh, was ist denn... Achso, ich dachte, das wäre eine... Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Wir haben schon viel Schlimmeres gesehen. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Nicht so sauber? Alter, dann mach doch sauber. Okay, hier ist ein kleines Kästchen. Toll, die brauchen wir echt nicht. Zum Verkaufen, ja. Ansonsten... Na. Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Natürlich nicht. Ach Quatsch, doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Und Pinko! Voll übertrieben. Lumos. Lumos. So, immerhin, das kann er. Da ist der Altar. Oh, ja. Yeah. Ich lasse dir den Vortritt. Na los, versuch es mal. Ich glaube, wir haben doch so ein Ding schon mal gefunden, oder? Nutzen. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Ja. Ja, okay, Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Oh, zoomen kann man auch. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay, verstehe. Die Leier. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien. Wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Oh, das ist gut. Ich freue mich drauf, oder? Wie du meinst, Amit. Wie du meinst. Wart's nur ab. Ich werde dich mit dieser Aussage zitieren. Das hoffe ich. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Aber was bringen also die mir? Ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Oh. Behalte es ruhig. Danke sehr, vielen Dank. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. R. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis ja, bald. Okay, tschüss. Aber was bringt mir das jetzt, wenn ich das mache? Bringt mir das nur EP? Finde Astronomie-Altäre. Herausforderung freigeschaltet. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Ja. Was für ein Anblick. Eins von fünf. Eins von fünf von diesen Altären also, ja? Im Schatten der Blutlinie. Mhm. Was ist das denn? Oh, das ist eine Beziehungsquest. Cool. Ganz weit oben. Ein besonderer Brunnen? Nein. Es ist doch keine Hauptaufgabe, keine Nebenquest. Schade. Ich dachte, es wäre eine Quest, diese fünf Altäre zu finden. Aber ganz ehrlich, wir finden die bestimmt nach und nach. Im Schatten der Blutlinie. Das hört sich interessant an. Sebastian und Ominis wurden dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der großen Halle gestritten haben. Ich sollte herausfinden, worum es dabei ging. Die Hauptquest machen wir noch. Aber ich würde gerne das hier erstmal machen. Was auch immer das soll. Warum stressen die sich gegenseitig? Was ist denn los? Karte von Ogwärts. So, hier müssen wir hin. Zur großen Halle also. Ja, da gehen wir hin. Über den Viadukthof. Können wir da hin? Und rennen den Rest natürlich dorthin. So. Ach, schön. Irgendwie mag ich unser Outfit mit der Maske. Ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht warum. Es passt irgendwie.
das passt irgendwie ganz gut. Und mit dem Umhang. Aber ich bin mir sicher, wir finden bestimmt noch was anderes, was cooleres. Und wir werden es natürlich auch anziehen. Ich will so viele Outfits wie möglich tragen. Nicht immer gleich aussehen. Wenn wir doch die Möglichkeit haben. Why not? So, mein guter Sebastian. Lumos. Was macht ihr hier? Leute, was geht denn hier ab? Das war ein bisschen creepy. Oh. Oh, la 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 la. Das sieht aus wie die große Halle. Glaube ich. Das schauen wir uns mal an. Das ist die große Halle, ja. Erstmal den. Zu Sebastian gehen wir sofort. Ich will erstmal... Aha. Guck mal, den hier. Den wollen wir natürlich auch. Wo sind der jetzt hin? Wo bist du hin? Da hinten. Nein, nein, nein. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Ja, ja. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Ich bin sofort bei euch. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Sehr gut. Nee, nee, sollte auch nicht aufgeben. Hausmarke, das gefällt mir. So, wir kommen sofort zu dir, Sebastian. Ich habe das Gefühl, da war noch ein Rätsel. Und, oh. Revelio. Den haben wir auch natürlich. Eulenpult. An diesem verzauberten Rednerpult halten die großen Schulleiterinnen und Schulleiter von Hogwarts sowie Professor Black ihre Reden. Und genau das sollen sie ja. So, guck mal hier. Lumos. Komm her. Komm her, mein Freund. Wir gehen kurz zu diesem Spiegel, um die Motte da einzulagern. Da. Und dann kriegen wir natürlich eine Handbuchseite. Wunderschön. Thank you. Ein paar EP bekommen wir. Wunderbar. Und wenn ich das im Augenwinkel richtig gesehen habe, dann war hier noch was. Oh. Oh, hier ist das Doppelfragezeichen. Da ist das einer. Lumos. So, wir machen erstmal enthüllen. Das geht ja mittlerweile recht einfach. Also, wir haben in der Mitte die 24. Das Zeichen ist die 9. Das heißt, wir haben hier 16 schon mal mit diesen beiden. Uns fehlen also 8. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Also die Spinne. Nope. Nee. Nee. Nope. Yes. Das ist richtig. So, und dann haben wir hier 11. Das Ding hier ist die 0. Also brauchen wir die 3. 1, 2, 3. Ein dreiköpfiger Drache. Ist es, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwas mit drei Köpfen. So, das müsste jetzt stimmen. Und das tut es. Hallo. Das sieht ja ein bisschen prunkvoller aus als diese kleinen Räume. Hier gibt es auch zwei Kisten. Ein Frosch-Chorständer. War das richtig ausgesprochen? Und blaue Lederhandschuhe, die mir nichts bringen werden. So lobe ich mir das. Dankeschön. Liebes Rätsel, danke. So, wir gehen. Wir gehen zu Sebastian. Sebastian. Nachdem ich hier eine kleine Runde gedreht habe. Revelio. Tja, oh, lolololololo. Das hätte ich ja fast übersehen. Die Decke der großen Halle. Die Decke der großen Halle wurde so verzaubert, dass sie den Himmel über dem Schloss abbildet. Oh, ist das so? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da hängen einfach nur die Kerzen. Offensichtlich ist da mehr. So, Sebastian, ich komme. Oh, ging die jetzt echt auf? Okay, geht's einfach nur raus, ne? Oh, was war... Moment, Moment. Komm her. Gut, dass wir kurz rausgegangen sind. Den hätte ich wahrscheinlich verpasst. Mein guter Sebastian.
Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Mhm. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Die dunklen Künste sind gefährlich. Mich interessieren die dunklen Künste. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Aha. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Du kannst es mir ruhig sagen. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Nein. Was bewirkt der Cruciatus-Fluch? Er ist bekannt als Folterfluch. Crucio. Oh, Crucio. Er fügt dem Opfer heftige, unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Ja, aber er hätte es besser wissen müssen. Das ist grauenhaft. Aber egal unter welchen Umständen, er hätte das nie tun dürfen. Er hätte es besser wissen müssen. Glaub mir, es ist gar nicht so einfach klar zu denken, wenn du von Crucio getroffen wurdest. Wie wär's, wenn ich das lerne? Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcraft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Mhm. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Gut. Sehr, sehr gut. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Das hoffe ich sehr. Und ich möchte Crucio lernen. Wenn das nicht zu viel verlangt ist. So, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Was gibt's denn hier Schönes? Revelio. Was ist das? Das ist eine Kiste. Oh ja. 50 Golddublonen. Wunderschön. Okay, das hätten wir also. Er meldet sich bei uns. Das hört sich doch sehr gut an. Die Karte von Hogsmeade. Was können wir denn da machen? Können wir hier überhaupt irgendwas machen? Oh. Ritte Biscuit. Was? Ich bemerkte einen Kobold in der Nähe der westlichen Brücke in Hogsmeade, der über einen Biscuit jammerte. Das hat mich neugierig gemacht und ich sollte mich mit ihm unterhalten, wenn ich Zeit habe. Wann sollen wir das denn bitte gesehen haben? Also manche Missionen und Aufträge, die ich hier finde, das höre ich zum ersten Mal. Anscheinend haben wir das irgendwo mal mitbekommen. Aber natürlich machen wir das. Natürlich machen wir das. Ich meine, wir machen ja eh jede Quest. Von daher bietet sich das ja an, wenn wir auch sowas finden, was wir nicht so auf dem Schirm haben. Den habe ich noch nie gesehen. Jetzt mal ernsthaft. Lumos. Was ist los, Junge? Huch. Wo ist mein... Oh, okay, Moment. Wie kann ich... Ich würde das schon gerne hier drauflegen. Was ist das hier nochmal? Ach, Descendo. Okay, das... Vielleicht lasse ich das mal. Oder... Depulso. Bei Depulso ist schon... Ja, doch, schon besser. Ich lasse... Ich mach den hier. Was zum Henker war das? Junge, mach mal den hier. So, der ist am Schlafen. Her damit. 500 Gold. Hat sich gelohnt. Vorsicht, so. Ich verdiene kein Ende durch ihren Zauber. Was soll ich nur ohne sie tun? Ohne Biscuit? Hallo, ist alles in Ordnung? Und ob?
Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Diese Schweine. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister... Ganuff. Bloß Ganuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Hm. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Niemals alleine. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Hm. Aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Wahrscheinlich alles auf einmal, ja. Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben Sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Oh. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen. Aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Dann. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. Ich schon, sofort. Ich sehe mich nach dem Mondkalb um, Ganuff. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn ja. sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Ach so. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Ja. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Das bin ich auch. Lu, ich sollte versuchen, Ganuffs Mondkalb zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Offenbar. Woher wusstest du das? Der konnte dir nicht sagen, wo das ist. Aber wir wissen das. Vor allem offenbar. Was ist denn daran offenbar, dass wir nach Norden müssen? Die hätten auch genauso gut in Süden oder Osten oder Westen gehen können. Egal. wir fliegen hin. Doch nicht. Wir sind ja in Hogsmeade. Ich vergaß. So, wir könnten auf der Weltkarte gucken. Ja, das ist ziemlich im Norden. Ja, klar. Ich meine, macht Sinn, dass wir die Eingebung haben, dass hier dieses Banditenlager das ist, wo dieses Mondkalb ist, wo Biscuit ist. Macht absolut Sinn. So, was bist du denn? Ein berüchtigter Gegner. Ein beeindruckender und gerissener Feind. Das hört sich spannend an. Das gucke ich mir an. Was für ein berüchtigter Feind ist das denn? So, wer bist denn du? Effi. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn ein Schüler wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Nein. Ich fürchte nicht. Ich würde helfen, wenn ich könnte, aber ich habe keins bei mir. Das ist wirklich bedauerlich. Ich hatte gehofft, Sie wären vorbereitet. Ja, bei ihr waren wir schon mal. Nicht einen wohltätigen Knochen im Leib. Oh, Junge! Ich hätte ihr diesmal eingegeben, wenn wir einen dabei hätten, aber haben wir nicht. Leider nicht. So, was ist denn das hier für ein berüchtigter Feind? Wenn ich fragen darf. Zügellöser Sumpf. Was? Oh, da ist ja noch einer. Ups. Incendio. So, gegen die Viecher hilft doch irgendwas. Was war das nochmal? Accio. Nein, Accio war es nicht. Shit. Okay. Constrictor. Incendio. Incendio. Come on! Incendio!
So, einen hätten wir schon mal. Oh, das war der berüchtigte Fallen. Was ist das denn? Junge, wie viele sind denn hier? Protego. Ja, das lief nicht so gut. Aber wir haben ihn noch besiegt, oder? Haben wir ihn besiegt? Wir haben ihn nicht besiegt? Wie unfair ist das denn? Mann, wir hatten ihn doch.